Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bekanntermaßen scheiterte 2003 ein NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Damals hatten Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung den Verbotsantrag gestellt. Grund war, dass drei Verfassungsrichter ein nicht behebbares Verfahrenshindernis darin gesehen haben, dass V-Leute in einem Landesvorstand bzw. Bundesvorstand der NPD tätig waren. Hierzu heißt es im Votum der drei Richter: Die Beobachtung einer politischen Partei durch V-Leute staatlicher Behörden, die als Mitglieder des Bundesvorstands oder eines Landesvorstands fungieren, unmittelbar vor und während der Durchführung eines Parteiverbotsverfahrens, ist in der Regel unvereinbar mit den Anforderungen an ein rechtsstaatliches Verfahren. Staatliche Präsenz auf der Führungsebene einer Partei macht Einflussnahmen auf deren Willensbildung und Tätigkeit unvermeidbar. Zitat Ende. Somit war das Verfahren 2003 geplatzt. Nunmehr besteht dieselbe Gefahr, nämlich, dass ein neues Verbotsverfahren gegen die NPD wiederum daran scheitern könnte, dass V-Leute des Verfassungsschutzes in Parteigremien sitzen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom 19. März 2015 den Bundesrat als Antragsteller dazu verpflichtet, nachweislich darzulegen, dass in den einzelnen Bundesländern die V-Leute abgeschaltet worden sind. Mit anderen Worten, die Innenminister und Senatoren der Länder haben, was die Abschaltung der V-Leute angeht, viel erklärt und bekundet, aber Beweise haben sie nicht geliefert. Und das betrifft ganz zuvorderst auch Sie, Herr Innensenator. Sie sind ja jetzt gerade aktuell mit anderen Dingen beschäftigt. Auch Sie haben das NPD-Verbotsverfahren angestrebt und in unterschiedlichen Zusammenhängen, in unterschiedlichen Ausschüssen haben Sie ja immer wieder bekräftigt, wie sehr Sie für ein Verbotsverfahren gegenüber NPD sind. Aber auch Sie haben beim Verfassungsgericht die Karten nicht auf den Tisch gelegt und wie gut Sie Mauern und Informationen zurückhalten können, das haben wir bei der NSU-Aufklärung alle erlebt. Also Herr Henkel, sorgen Sie dafür, dass Klarheit geschaffen wird, sonst tragen auch Sie die Mitverantwortung dafür, wenn das NPD-Verbotsverfahren erneut zu platzen droht. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts offenbart auch Zweifel, ob nicht die Prozessstrategie und die Prozessbevollmächtigten der NPD durch V-Personen oder andere nachrichtendienstliche Mittel ausgeforscht werden. Auch dies wäre eine Gefahr für ein rechtsstaatliches Verfahren mit der Folge, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbotsverfahren ablehnen würde. Der Beschluss ist ein Warnschuss für die Regierungen der Bundesländer, hier belastbare Nachweise vorzulegen und nicht nur verbale Bekundungen. Auch hier, auch wir als Parlamentarier, hier wollen jetzt Fakten sehen. Mit unserem Antrag fordern wir den Berliner Senat auf, dem Abgeordnetenhaus darzulegen, wie er den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes im Rahmen des NPD-Verbotsverfahrens umzusetzen gedenkt. Wir fordern den Berliner Senat insbesondere auf, zu belegen, dass sämtliche V-Personen in führenden Positionen bei der NPD tatsächlich abgeschaltet sind und auch keine Nachsorge erfolgt. Wann und wie die Abschaltung der V-Personen erfolgt ist, wie sichergestellt ist, dass die Prozessstrategie und die Prozessbevollmächtigten der NPD nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausspioniert werden, welche Unterlagen und Verwaltungsanweisungen hierzu existieren und welche Beweise dem Bundesverfassungsgericht infolge des Beschlusses vom 19. März 2015 zugeleitet werden. Das Land Thüringen ist konsequent und hat alle V-Leute zurückgezogen. Innensenator Henkel lehnt ein solches Vorgehen ab. Sie seien unverzichtbar, so der Innensenator. Wie erfolgreich die Arbeit der V-Leute in der Vergangenheit gewesen ist, haben die Berichte der verschiedenen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zu den NSU-Morden eindeutig dokumentiert.
Ich schließe mich der Beurteilung der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, die bekanntlich Mitglied im Bundestagsuntersuchungsausschuss gewesen ist, an. Ich darf zitieren: V-Leute sind und bleiben vom Staat gekaufte Spitzel und Täter, im konkreten Fall Nazis ohnehin. Ich komme langsam zum Schluss. Zwischenfrage Ihres doch nicht, nein? Die Diskussion über die Abschaffung des V-Leute-Unwesens werden wir in diesem Hause und in der Öffentlichkeit noch zu führen haben. Auch hierzu hat meine Fraktion einen Antrag im Geschäftsgang. Im Zusammenhang mit dem MPD-Verbotsverfahren ist nur zu hoffen, dass der Berliner Senat hier entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts handelt. Und hierüber sollte der Innensenator dem Abgeordnetenhaus Rechenschaft ablegen. Herzlichen Dank.